Ja, herzlich willkommen auf der Erzählmodellbauer. Heute Flying Dutchman. Gleich nach dem Intro. Ja, es ist soweit. Neue Firmware für unsere Radiomaster TX16 HDX Version 2.8. Codename Flying Dutchman. Werden wir installieren hier und dann schauen wir uns an, was es so neue Features gibt. Auf geht's! Wir befinden uns hier auf der HDX Homepage und dann wollen wir uns mal an die neue Firmware ranwagen. Wir gehen hier in die HDX Seite. Dann können wir hier unter Release, sehen wir auch hier das neueste Release, da können wir drauf drücken auf die Version 2.8. Und dann können wir uns das hier entsprechend einmal komplett durchlesen, falls wir Lust haben. Oder wir gehen direkt nach unten und laden uns die entsprechende Firmware herunter. Wie immer gibt es hier unten die entsprechenden Files. Einmal die Firmware und entsprechend hier die Companion zum Download. Wir holen uns mal hier die Companion runter. Die speichern wir hier unter HDX 28. Habe ich mal einen Ordner angelegt. Ja, die Firmware will ich ja immer hier diese Multilingual-Firmware nehmen, wo quasi meine Landessprache drauf ist. Und das ist in dem Fall Deutsch. Und die finden wir hier unter Custom Multilingual Builds. Da können wir jetzt hier auf den Link klicken. Ja, ist jetzt neu. Es gibt jetzt hier ein GitHub-Projekt, wo wir die Builds finden. Und die finden wir hier unter HDX V2.8.0. Da müssen wir einfach mal hier ein bisschen runter scrollen. Hier sind noch mehr, 30 Stück, die wir noch mehr anzeigen lassen können. Da drücken wir einmal drauf und dann finden wir hier unseren TX16S ZIP-Ordner und den laden wir jetzt einfach mal runter und speichern den entsprechend hier in unserem HDX-Ordner, wo wir die Companion auch schon runtergeladen haben. Jetzt gehen wir mal in den Ordner rein. Da haben wir ja jetzt unsere Companion. Die können wir gleich einfach mal installieren. Und da ist auch unsere Firmware, die TX16S ZIP-Datei. Die öffnen wir einfach mal und dann suchen wir uns die entsprechend die DE-Version hier raus, ziehen die einmal hier rüber oder entpacken die quasi. Und dann haben wir die hier mit in unserem Ordner liegen. Die Radiomaster habe ich jetzt hier eingeschaltet und ich werde jetzt einmal hier das USB-Kabel oben entsprechend verbinden, sodass wir die Laufwerke am Rechner sehen. Ping, ping, und jetzt müssten auch die Laufwerke gleich aufpoppen. Da ist das erste und dann noch mal die SD-Karte hinterher. Da ist die SD-Karte. Ja, wir brauchen hier die SD-Karte. Ich packe die beiden Ordner mal hier mit der Windows 10 Variante nebeneinander. So, jetzt können wir die Ordner nebeneinander sehen. Wir müssen hier einmal in den Ordner Firmware rein. Und hier sind unsere Firmwaren, die wir schon auf die Radiomaster geflasht haben. Das war einmal die 2.6, die 2.7 und die 2.7.1. Und jetzt nehmen wir einfach hier die Bin und schieben die hier einfach rüber und benamen die dann noch um, dass wir da auch sehen, dass das 2.8 ist. In meinem Fall tippen wir da jetzt einfach 8.2.8 rein und dann weiß ich, dass das die Firmware 2.8 ist. Ja, da wir ja gerade mit der Radiomaster mit dem USB verbunden sind und die SD-Karte als Laufwerk gemappt haben, habe ich mal hier unter dem HDX-Projektverzeichnis geschaut unter HDX-SD-Card, ob es da irgendwas Neues gibt. Und da gibt es auch einen Release zum Flying Dutchman und das will ich jetzt einfach auch mal mit installieren. Dazu klicken wir hier auf das Release. Hier können wir nochmal sehen, welche Sachen sich geändert haben. Da ist in den ganzen Lua-Dingern hat sich irgendwas geändert. Das nehmen wir einfach mit. Das heißt, wir müssen gucken, welche Version wir hier runterladen müssen. Das ist hier diese 480x272er ZIP. Die können wir wieder hier in unseren Ordner reinspeichern. Und dann können wir uns wieder hier unsere Struktur basteln. So, hier sind wir wieder in dem Ordner, wo die ZIP-Datei drin ist, da können wir einmal öffnen und jetzt haben wir hier einmal die gesamte Struktur unserer
SD-Karte, wie ihr seht. Die können wir jetzt einfach nehmen und da drüber ziehen. Falls ihr nichts an den Skripten, an den Originalskripten geändert habt, könnt ihr das einfach da drüber kopieren. Wie ich ja schon bereits immer in den Videos sagte, würde ich vorher immer eine Sicherung des Ganzen machen, falls wir da irgendwie zurück müssen oder sonst irgendwas kaputt gegangen ist. Da sind jetzt 33 Dateien, die werden jetzt ersetzt. So, jetzt können wir hier die ZIP-Datei auch zumachen und jetzt können wir uns dem Sender selber widmen. So, jetzt sind wir hier am PC schon fertig. Wie gesagt, wir können die Companion noch installieren. Das können wir aber nachher immer noch machen. So, ich habe den Sender jetzt hier noch mit USB verbunden. Ich ziehe jetzt einmal USB-Kabel raus. Jetzt schalten wir den Sender einmal hier aus. Dann gehen wir hin mit dem Klammeraffengriff, also T1 und T4 nach innen und dann einschalten. Dann kommen wir hier ins Bootmenü und da können wir jetzt entsprechend die Firmware schreiben, indem wir das hier mit dem Scrollrad auswählen. Dann kommen wir in dem Ordner auf der SD-Karte Firmware und da haben wir ja die 2.8er Version gekennzeichnet und die nehmen wir jetzt auch. Die wählen wir einfach aus. Dann schreibt er nochmal hin, was es ist. Das ist quasi ein EdgeTX. Version ist Custom und TX16S. Jetzt halten wir hier den Enter-Button gedrückt und dann flashen wir das Ganze. Schreiben erfolgreich. Wir können jetzt hier mit der Return-Taste zurück und einmal hier auf Exit gehen und dann entsprechend startet der Sender neu. Willkommen bei EdgeTX. Schalter fehlpositioniert. Bitte prüfen. Jetzt kommt direkt eine Warnung. Unbenutzte Modelle werden verschoben nach Modell Unused. Taste drücken. Ja, und schon sind wir hier wieder in unserem Sender drin. Ja, jetzt schauen wir uns hier an, was es Neues gibt. Auf geht's. Ja, jetzt wollen wir uns mal hier auf der Radio Master die ganzen Änderungen anschauen. Im Grunde genommen sind es zwei Änderungen. Einmal die ganze grafische Oberfläche des Touchscreens oder des Displays wurde hier geändert. Gehen wir einfach mal die Menüpunkte durch und danach schauen wir uns die Änderung der Modellverwaltung an, würde ich sagen. So würde ich es nennen, also der Speicherplatzbelegungen oder der Modellspeicherauswahl oder wie man es nennen mag. Aber erstmal gehen wir jetzt hier entsprechend auf die ganze Menüstruktur ein. Wir befinden uns ja jetzt hier in dem Home-Screen, sage ich mal. Wir haben jetzt hier noch kein Widget drin und nichts, aber der leere Screen wird uns angezeigt. Und wenn wir jetzt einfach in den Screen reintippen, haben wir die Auswahl. Die war vorher auch schon da, nur da war sie, glaube ich, einreich und man musste durchscrollen. Jetzt haben wir sie alle, quasi 8 Elemente, die es gibt, haben wir hier drauf. Wir können jetzt einmal hier aufs Modell wählen gehen, dann kommen wir in das Modellwahlmenü, also da, wo die Modelle sind. Dann haben wir den Kanalmonitor, dann können wir hier direkt ins Modell springen. Das ist das gleiche, als wenn wir hier oben die Modelltaste drücken. Dann kommen wir in die Sender-Config, das ist im Endeffekt hier die Systemtaste. Dann haben wir die Seiten-Config, das ist hier die Telemetrie-Taste quasi. Dann kommen wir in den Edit-Modus der Telemetrie oder der Seitenanzeige. Hier können wir die Telemetrie resetten. Hier haben wir noch eine schöne Statistik, die können wir mal einmal anwählen. Das ist quasi hier diese Gas-Statistik, die gab es früher aber, glaube ich, auch schon. Und dann haben wir noch diesen Über-EdgeTX-Button, da wird halt angezeigt, welche Version wir haben. Und wir haben noch so einen QR-Code, wo wir, glaube ich, auf die Projektseite kommen. So, wir gehen mal hier in den Sender-Config-Menü rein. Das können wir einmal erreichen hier über die Sender-Config oder hier über die Sys-Taste an der linken Seite. Jetzt seht ihr schon hier die Tools, das war vorher so eine Listenansicht. Jetzt haben wir da quasi so Buttons, wo wir die einzelnen Menüpunkte anwählen können. Zum Beispiel hier den Graupner Telemetrieanzeiger, dann kommen wir in dieses Menü rein. Oder hier den Log Viewer, den ich euch letztens mal vorgestellt habe. Das war also vorher so eine Listenansicht. Jetzt ist das hier Touchscreen ganz easy. Hier oben kommen wir immer noch weiter mit dem Klicken. Hier ist zum Beispiel die SD-Karte, da sind die Spalten einfach ein bisschen breiter geworden. Da kann man sich jetzt auch durch die SD-Karte durchklicken. Dann haben wir hier die Einstellungen.
Die sind also ein bisschen in Menüs unterteilt worden. Die waren ja vorher alle untereinander. Jetzt haben wir hier so einzelne Buttons, die wir anklicken können. Da können wir das GPS extra einstellen, die Alarme extra einstellen, Variometer-Einstellungen und so weiter. Die können wir hier alle einstellen. Und man kann immer noch runterscrollen. Und die ganzen Einstellschalter sind etwas größer, damit man sie mit dem Finger halt besser trifft. Wir gehen mal hier weiter durch. Das ist hier der Themes-Bereich. Der hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich glaube, die Abstände sind etwas größer geworden. Wir gehen mal weiter. Hier sind die Globalfunktionen. Das hat sich auch ein wenig geändert. Da können wir hier entsprechend die Sachen ja einstellen für die Globalfunktionen. Dann haben wir hier Lehrer-Schüler. Das ist quasi hier, wo wir die Sachen für die Lehrer-Schüler-Sachen einstellen können. Das ist auch alles ein bisschen größer, dass wir das mit dem Finger besser bedienen können. Dann haben wir hier noch das Hardware-Menü. Da hat sich im Endeffekt auch nichts geändert, außer hier unten bei den seriellen Ports. Da können wir die Versorgungsspannung ein- und ausschalten. Also hier unten die Ports, die hier unten drunter sind, ob wir da Spannung anliegen haben oder nicht. Dann haben wir noch die Info-Taste. Da können wir nochmal die Version sehen, die wir installiert haben. Ja, und hier kann man noch auf das RX-Modul, falls es aktiviert ist, zugreifen. Dann können wir da die Version auch noch sehen. Ja, das war jetzt hier das Menü für den Sender. Jetzt gehen wir mal in den Modell-Config. Das ist ja hier unsere Modelltaste quasi. Hier seht ihr jetzt auch, oben sind wieder die einzelnen Reiter. Und hier habt ihr wieder die Sachen unterteilt. Das heißt, jetzt hat man hier oben nur noch den Modellnamen und so ein paar Einstellungen. Und wenn man jetzt hier weiter will, dann muss man halt hier quasi jetzt drücken, damit man da in das entsprechende Untermenü kommt. Das heißt, die Menüs sind alle so ein bisschen auseinandergezogen. Ja, hier sieht es grafisch noch so ein bisschen wirrwarr aus. Ich denke, das wird aber noch behoben. Aber man kann jetzt hier halt die unterschiedlichen Menüpunkte halt anwählen. Das heißt, die ganzen Menüs sind im Endeffekt nochmal unterteilt. Jetzt kommen wir hier in die Flugphasen. Da können wir entsprechend was einstellen. Dann haben wir hier die Inputs. Das ist alles ein bisschen größer geworden. Man kann aber einfach immer noch drauf drücken und dann editieren. Und das ist auch größer geworden. Das war ja vorher auch quasi in so in der ganzen Zeile jetzt hier über das Display. Jetzt hat sich das alles ein wenig vergrößert. Bei den Mischern im Endeffekt dasselbe auch. Da können wir die Mischer noch sehen. Dann haben wir hier die Trimmung von den einzelnen Kanälen. Hat sich im Endeffekt auch nicht geändert. Wie gesagt, nur angepasst, dass man was größer sehen kann. Jetzt sind wir hier in dem Kurvenmodus. Da sieht im Endeffekt gleich aus, wie das vorher auch war. Die Globalvariablen hier, da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Das sieht noch genauso aus. Das kleine Menü, bisschen größere Tasten, aber sonst ist da nicht viel geändert worden. Hier haben wir noch die logischen Schalter. Das ist auch, sieht genauso aus wie die Globalvariablen. Und dann haben wir noch die Spezialfunktionen. Und am Ende die Telemetrie. Da hat sich jetzt auch nicht wirklich viel geändert. Die Tasten sind ein bisschen größer geworden. Aber sonst hat sich da nichts geändert. Dann haben wir ja hier noch den Kanalmonitor. Der sieht noch genauso aus, wie der vorher auch aussah. Da ist jetzt nichts. Da kann man ja auch nichts drücken. Ist einfach nur Anzeige der Knüppelausschläge bzw. der Kanalausschläge. Jetzt können wir nochmal hier auf die Seitenkonfig gehen. Das war dasselbe, als wenn wir hier auf Telemetrie gehen. Hier oben können wir unsere Seiten wieder anwählen und hier können wir jetzt quasi die Sachen sagen, die angezeigt werden. Das waren früher so Haken, jetzt sind das hier so Schiebe-Bit-Schalter, würde ich sie mal nennen. Und hier können wir unser Widget einrichten. Dann kommen wir wieder in das Menü und können jetzt hier quasi sagen, Widget auswählen. Das ist auch so geblieben, wie es vorher war. Ja, kommen wir zu den Modellspeicheränderungen. Den Modellspeicher kann man jetzt hier über den Taster HTX Modell wählen. Das ist auch, wie es vorher auch war. Und jetzt ist das hier neu geregelt. Vorher hatten wir hier oben diese einzelnen Buttons. Die sahen aber immer gleich aus und man musste dann anwählen. Ich habe hier meine Flugzeuge, Kopter und so weiter. Jetzt kann man sich hier quasi so Labels bauen. Man kann dann die einzelnen Modelle in den Labels verwalten. Und wie das geht, das zeige ich euch mal eben kurz. Beim Starten hat er ja die Modelle alle in Unlabeled reingepappt. Das heißt, hier sind alle Modelle drin, die jetzt keiner anderen zugeordnet sind. Das heißt, in Unlabeled sind jetzt alle drin und in Favoriten habe ich jetzt keine drin.
Da wir jetzt aber hier erstmal nur zwei Labels haben, werde ich jetzt einfach mal ein neues machen. Ich werde jetzt hier für mein Boot zum Beispiel ein neues Übersichtslabel machen. Da können wir jetzt einmal hier draufklicken. Dann können wir hier die schöne neue Tastatur auch schon sehen. Und dann tippe ich da mal einmal Boot ein. Und dann habe ich hier quasi ein neues Label an der Seite gemacht. Das mache ich direkt noch ein nächstes, damit wir auch ein bisschen spielen können damit. Ich nenne es mal hier für meine ganzen Kopter einmal Kopter. Natürlich kleinschreiben. So, Enter. Speichern und schon haben wir den nächsten dabei. Jetzt können wir einfach hier auf unsere nicht gelabelten Modellplätze gehen und können dann hier einmal drauf drücken und das Label ändern. Und jetzt können wir im Endeffekt sagen, in welchen Labels das rein soll. Man kann auch sagen, das soll jetzt hier in allen drei reinkommen, oder man kann sagen, es soll nur in die Kopter reinkommen und in die Favoriten, weil das fliege ich jetzt zum Beispiel häufiger als alles andere. Dann lasse ich das in die Favoriten mit wandern. Und jetzt können wir hier einfach reinklicken und dann seht ihr, habe ich da jetzt mein Modell reingepackt. Es geht natürlich auch anders, indem wir das Modell jetzt einfach mal hier auswählen. Jetzt habe ich das Modell ja ausgewählt. Jetzt können wir hier über die Modelltaste gehen und jetzt haben wir hier unter Labels, können wir jetzt auch im Endeffekt dasselbe nochmal auswählen. Wenn wir das im Modell quasi drin sind, kann ich sagen, das möchte ich hier auf Boot haben. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt steht da nämlich Boot drin. Wenn man mehrere auswählt, zum Beispiel das jetzt im Kopter, macht natürlich keinen Sinn, steht da Boot, Kopter. Oder wenn man alle drei auswählt, Favoriten, Boot, Kopter und so weiter. Ich will es ja jetzt im Boot lassen. Da tue ich es jetzt rein. Und wenn wir jetzt in die Modellauswahl gehen, dann seht ihr, unter Boot ist das Boot drin. Und unter Kopter und Boot ist es nicht drin. Das heißt, so könnte man jetzt quasi suchen, wenn man gleiche Modelle in den Bereichen hat. Also wenn ich jetzt Modelle in Boot und Kopter drin habe, werden die hier angezeigt. Also da kann man nochmal so eine feinere Selektion machen. Man könnte zum Beispiel Fluggerät machen und dann Flugzeug oder Segler oder weiß ich was. Und dann nimmt man Fluggerät, wählt man an, dann hat man alle Flugzeuge, und wenn man dann noch explizit Segler wählt, dann hat man noch mal so ein Untermenü, kann man jetzt hier realisieren. Ja, ich werde jetzt einfach mal hier einfach hingehen und meine ganzen Modelle da jetzt einspeichern entsprechend, damit das nachher in der Übersicht gut aussieht. Und wenn ich das gemacht habe, zeige ich das doch mal eben kurz. Later. So, ich habe jetzt alle meine Modelle hier einsortiert. Ich habe jetzt hier Boot, Kopter, Test, Flugzeug und die ungelabelten. Ungelabelten habe ich noch hier mein Panzermodell drin. Sonst habe ich eigentlich alle sortiert. Unter Boot habe ich hier meine Hecht und mein U-Boot. Unter Kopter habe ich meine ganzen Kopter einsortiert. Die haben auch alle schön ein Bild. Unter Test habe ich hier meine ganzen Modelle, die ich mal irgendwann angelegt habe, um irgendwas auszuprobieren. Und unter Flugzeug habe ich meinen Lidl Glider und hier meinen Sky Surfer. So, jetzt habe ich aber hier ein Problem. Das Test möchte ich hier ziemlich nach unten haben und das Flugzeug nach oben. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier drauf drücken und dann kann ich hier nach oben verschieben. Also das Unlabeled bleibt immer, das ist ganz unten. Das kann man nämlich auch nicht löschen, glaube ich. Ne, kann man nicht löschen. So, jetzt habe ich hier Flugzeug einfach nach oben geschoben. Genauso könnte ich jetzt Boot nach unten schieben und so weiter. Favoriten kann man löschen. Das ist ein Standardlabel, einfach angelegt wie alle anderen auch. Das heißt, man drückt da drauf, kann man es umbenennen, löschen oder nach unten oder oben verschieben. Unlabeled bleibt halt vorhanden, weil wenn man irgendwann mal eine Gruppe löscht, landet das automatisch die Modelle, die in der Gruppe sind, in Unlabeled. Ja, ich würde sagen, hier EdgeTX in der Version 2.8, Codename Flying Dutchman, haben wir erfolgreich auf meiner RadioMaster TX16S installiert. Ich habe euch die grafische Oberfläche gezeigt, was sich geändert hat, wie die Menüs zu bedienen sind, und die Modellspeicherverwaltung habt ihr auch gesehen, was sich da geändert hat. Finde ich ein cooles Feature und nett
anzuschauen auch. Man findet schnell Modelle, man kann filtern und so. Das ist ein gutes Feature, wie ich finde. Natürlich sind noch jede Menge andere Sachen, die könnt ihr auf der EdgeDX Homepage, könnt ihr euch das nachlesen, oder im GitHub könnt ihr da auf der Projektseite schauen, welche Änderungen noch gekommen sind und so weiter. Wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr noch weitere Videos hier zu Radio Master und EdgeDX sehen wollt und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne machen. Alle anderen können gerne einen Daumen da lassen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziegeborn, der RC-Modellbauer. Ciao.